Ich habe vor kurzem eine Ratte bei uns über das Grundstück flitzen gesehen. Wir haben ein großes Naturgrundstück, sind auch keine großen, keine Giftbenutzer oder was auch immer, Unkrautvernichter oder was auch immer. Tja, was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Lebendfalle gekauft und diese dann aufgestellt. Nach 2 Tagen hatte ich die Ratte in der Lebendfalle. Warum habe ich das Ganze gemacht? Ganz einfach wegen diesem kleinen Kerl. Der macht kurzen Prozess mit einer solchen Ratte, deswegen eingefangen in der Lebendfalle. Ich habe nie eine Ratte von da an gesehen. Ab ins Auto, in einer Bütt transportiert. Vorsichtig. Hallo Rattenmann. Ah, Schatz, alles klar? Du den Handschuh an, ich habe gar keine Ahnung von Ratten. Auf jeden Fall, Lebendfalle ist super. Ich hatte Wurst probiert, Käse probiert, hat alles nicht funktioniert. Also Nutella war der Trick. Die Ratte stand wohl auf Nutella. So, dann vorsichtig raus damit. Ich bin ungefähr 10 Kilometer weit gefahren. Laut Internet findet die Ratte sonst den Rückweg zum, Klammer auf, zu Hause, Klammer zu. Das wollte ich ja nicht. Obwohl Nando sich gefreut hätte, sicherlich. Ja, also wie gesagt, ich habe die Ratte die Falle vorher noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung, vorne aufmachen und dann mal schauen, was die Ratte macht. Ich hoffe, sie greift mich nicht an. Nein, natürlich nicht. Hat Angst. Haut ab. Mach's gut, Ratte. Schönes Leben noch. Ciao.